Leute, was geht? Ich bin willkommen zu einer Folge von Minecraft Appell. Leute, ich darf gar nicht froh sein. Dann schaut mal, was hier passiert ist. Nein, meine Gelddruckmaschine. Und das ganze Geld ist weg, Leute. Ist hier noch irgendwas übrig? Überhaupt nichts, nicht mal ein Dollar oder was? Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ich hab das bei Max gesehen. Er ist schuld, der hat ja alles mitgenommen. Ich hatte nur noch einen Stickschein in der Kiste drin, Leute. Sonst habe ich echt nichts mehr. Oh nein, Leute, ich habe fast gar kein Geld mehr. Er hat alles weggenommen. Der hat da irgendwie so eine Militärbase gebaut, Leute. Und deswegen hat er dann eine krasse Armee, Leute. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Hä? Ey! Was suchst du hier? Was machst du? Ich hab hier gerade ein bisschen. Ist hier AA hingemacht? Mach die AA weg! Ich hab hier AA hingemacht vor deinen Bau das ab, bitte! Oh nein, das sieht so aus. Alphastein, bei dir läuft ja jetzt gar nicht mehr. Wieso hast du die Gelddruckmaschine zerstört? Das muss doch nicht nötig sein! Ja, Alphastein, du hattest einfach zu viel Geld mit deiner Mafia-Alpha-Clan. Das ist mir alles Alpha weggenommen! Ja, ist auch besser so. Verdien mal dein Geld ehrlich, Junge. Hab ich immer. Ey, kacke nicht alles an. Lass das. Ja, verschwinde von dir. Bro, hier liegt so ein Haufen vor deiner Tür. Lass das jetzt. Es reicht. Sonst will ich bei dir alles von mir machen. Nein, das ja, kann ich nicht. Ja, aber was machst du jetzt so? Du bist jetzt arm. Du hast Hausverbot und mein Lidl läuft auch nicht. Ey, Mann, bei dir ist immer noch alles voll mit Leuten. Das stinkt ja auch bei dir. Bei mein Burger King ist auch komplett leer. Ich glaube, ich muss die Stadt verlassen. Alles deine Schuld. Ja, endlich verlässt du die Stadt. Ich gehe mir eine neue Insel aufmachen. Ich verschwinde ja, von hier. Sehr gut. Du wirst noch sehen, ein Kramix. Es wird Rache geben. Nein! Ey! Hör auf damit! Wieso habe ich das verdient? Du hast doch selber gesagt, wir müssen jetzt ab jetzt fair spielen. Warum du das verdient hast? Da frag dich mal, was du gemacht hast. Max, du hast gesagt, wir spielen jetzt friedlich und mit Gesetzen. Dann spiel auch mit Gesetzen. Mach hier nicht alles kaputt. Ja, weißt du was? Du hast recht. Du hast recht. Reparier das, bitte. Du wirst schon sehen. Ich sag dir ehrlich. Leute, das geht zu weit. Ich kenn das. Alles gut. Leute, ich kann das ehrlich nicht mehr. Leute, das ist mir viel zu viel. Leute, es lohnt sich hier echt nicht mehr. Leute, ich weiß nicht mehr, was ich in der Stadt machen soll. Haben die Bäuerbeute irgendwas, Leute? Gibt es hier vielleicht noch eine letzte Business-Idee, Leute, was wir vielleicht aufmachen können mit unserem letzten Geld? Hör, warte mal, was steht hier? Was kann man hier holen? Schule bauen lassen für nur 30 Netherites. Leute, habe ich noch so viel übrig, Leute? Kann ich mir 30 Netherites leisten? Aber mit einer Schule machen wir doch kein Geld, oder? Warte mal, Leute, ich habe eine bessere Idee. Ich mache eine Privatschule auf, Leute. So eine richtig teure. Wo man das krasse, den krassen Abschluss machen kann der Welt. Mit einem Zertifikat und alles, Leute. Das wird ja komplett heftig. Ja, das muss ich machen. Ich, Leute, ich brauche 30 Netherites dafür. Und Leute, ich bin so schlau gewesen. Konnte mir noch etwas vom Geld lagern. In meinem Geheimbunker, in meinem Haus. Und lass uns das ganze Geld holen gehen, Leute. Hä? Warte mal. Ante! Alpha, was geht, Bro? Ante, warte mal, ich habe eine richtig krasse neue Idee. Erstmal will ich dich was krasses fragen, Ante. Was ist 3 plus 3? 6, wieso? Das weißt du, okay, was ist 3 plus 11? 14. 15 plus 35. 15 plus 35. Okay, was? Ante, ich glaube. Ante, ich glaube, du hast ja gerade zu lange gebraucht, Ante. Du brauchst Nachhilfe. Hä, wieso meinst du, wie willst du Nachhilfe? Ich habe voll die krasse Idee, Ante. Ich werde bald eine Schule aufmachen, eine Privatschule. Und du kannst dich dafür bewerben, Ante. Das kostet nur ein bisschen Geld. Nein, Alpha, ich mag nicht in die Schule gehen. Ich habe doch keine Lust, zur Schule zu gehen. Ante, an deinen Kopf. Was ist das? Ey! Was ist das? Ante, siehst du das? Wo ging deine Haus, Alpha? Ante, siehst du das? Was spuckt der? Was spuckt der da hin? Was ist das? Ist das ein Kaugummi? Max, was soll das? Bro, womit haben wir das verdient? Womit ihr das verdient habt? Ja, dann schaut mal die letzten Videos, dann wisst ihr, was ihr gemacht habt. Ihr habt ziemlich jeden YouTuber hier ausgeraubt. Ante, du weißt, der Gelddruckkasse, der funktioniert auch nicht mehr. Der ist kaputt. Wir haben kein Geld mehr, Ante. Verdient. Was tun wir jetzt, Alpha? Wir haben keinen Schulabschluss und gar nichts. Ja, Alter, deswegen, ich werde die Schule aufmachen. Aber erzähl nichts, Max, davon. Sabotiert dir die Schule. So, du gehst gerade nach Hause. 100% oder lässt du uns durchfallen in jeder Prüfung? Ja, und Ante, kannst du es vielleicht wegräumen? Ich will das nicht anfassen, bitte, wenn du ein netter Freund bist. Danke, Ante. Und ich gehe Geld holen. Denn ich werde gleich eine Schule aufmachen, Ante. Ich werde eine bauen lassen. Okay, wir haben keine andere Wahl, Alpha.
Ich gehe das jetzt machen. Leute, ich habe voll die krasse Idee. Was ist, wenn wir auch Einzelspiel als Lehrer einstellen? Aber vorher muss ich den mal einmal unterrichten, Leute. Das weiß ich auf jeden Fall. Also, Leute, wir haben unser allerletztes Geld, das wir noch haben. Das hier vor sich vorbei durch den Laser. Au! Der macht so viel Schaden immer, Leute. So, Face ID. Hier haben wir noch... Oh, Leute, reicht das für 30 Stacks? Ich glaube nicht, Leute, oder? Gehen wir noch ein bisschen nächste Rides haben wir noch. Oh nein, Leute, das ist unser letztes Geld, oder was? Niemals! Aua, aua! Und ich glaube, oben hatte ich noch eine Kiste mit ein bisschen Geld, Leute. Aber dann war es das schon mit dem Geld hier. Oh, oh, Leute, das sieht okay aus. Ich glaube, so sollten wir was anfangen können, Leute. Oh, wenn ich jetzt überfallen würde, Leute. Das wird zu gefährlich. Jetzt komm, wir müssen uns hier schnell bewegen. Am besten hier mit dem Fahrzeug, dass hier wirklich niemand abfangen kann. Let's go, Leute. Oh, Leute, das Sound ist krass. Oh, Leute, ganz schnell, Leute. Solange wir noch können, Leute. Und ich habe auch Hunger, sehe ich gerade alles, Leute. Das ist echt nicht ne normal hier. Was Max mit uns hier angestellt hat, Leute. Ich muss hier einkaufen, genau. So viel wie es geht, Leute. Zack. Wir brauchen 30, bitte. Oh, oh. Leute, das sieht gefährlich aus. Ja, wir haben genug, Leute. 37. Let's go. Schnell rüberfahren. Wir hätten ja auch zu Fuß hingehen können, aber egal. Wir bauen uns jetzt einfach unsere eigene Alpha-Schule. Ja, endlich Unterricht. Obwohl, warte, Leute, wer freut sich eigentlich auf Schule? Egal. Schule bauen lassen für nur 30 Nesrite. Das machen wir, Leute. Das ist ein super Angebot. Schule Bauplan. Let's go, Leute. Lass die Bauarbeiter mitnehmen, die das denn hier bauen müssen. Zack. Oh, Leute, ich hoffe, das reicht noch für die. Kann ich noch ein bisschen mehr bezahlen, damit die schneller bauen? So, nochmal. Zahlen mal ein bisschen mehr, Leute. Vielleicht hier 10 Scheine, dann noch mehr Scheine. Vielleicht bauen die sogar noch schneller, Leute. Sehr gut für uns, Leute. Wir müssen die heute noch in diesem Video eröffnen, Leute. Nicht nur bauen. Wir müssen alles machen. Folgen die mir, wenn ich hier rumfahre. Leute, kommt ihr mit? Ich hoffe schon, Leute. So, wo ist hier eigentlich Platz für eine Schule, Leute? Wir werden schon so viele Gebäude gebaut, habe ich gesehen. Die Stadt wächst immer weiter und weiter. Kennt ihr noch die ersten Folgen, Leute, wo hier noch gar nichts war? Und jetzt... Oh, Leute, was ist das denn hier? Hä? Da ist das ein Auto. Das ist ein Mercedes. Der blinkt sogar. Was? Wie heftig ist das denn? Es kommen ja immer krassere Autos dazu. Ich dachte, bei Shani gibt es die krassen Autos. Aber das ist ein anderes Auto aus, glaube ich. Hä? Leute, Autos schauen wir uns später an. Dafür brauchen wir erstmal Geld, Leute. Wir haben gar kein Geld. Wir sind so pleite geworden, Leute. Kann ich nicht einfach einen neuen Gelddrucker machen, Leute? Ich glaube, das ist nicht so einfach. So, wo können wir die Schule jetzt erstmal hinbauen, Leute? Wir brauchen die Schule. Mit der Schule werden wir Geld verdienen, mit der Privatschule. Bauarbeiter, ich glaube, hier ist Platz. Oder wenn ihr es genau hier hinbaut. Könnt ihr das machen, Leute? Wir müssen doch, glaube ich, den Bauplan nehmen. Hier, bitteschön. Ja, ich glaube, schauen sich das an. Und ja, Leute, wir bauen los. Oha, Leute, jetzt ob jetzt hier Schulen gebaut werden. Doch den richtigen Bauplan, Leute. Ich habe ihn doch gerade hingeworfen. Bitte nehmt den wieder. Ich hoffe, die bauen richtig, Leute. Und ich würde ja echt riesig, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass es so groß wird. Oh, oh. So, Leute, die haben den Bauplan genommen. Anscheinend soll das richtig sein. Ich schaue mir das mal kurz noch ein bisschen an. Leute, was ist mit denen los? Die bauen auf einmal viel schneller. Leute, ist das so normal? Die sehen auf einmal ganz anders aus, Leute. Aber die geben sich sehr viel Mühe, sehe ich gerade. Die platzieren ja alle Blöcke. Aber Leute, wir brauchen auch noch Möbel für die Schule, oder? Den müssen wir auch holen. Deswegen, Leute, lasst uns hier beeilen. Weil ich glaube, die bauen nicht richtig schnell, Leute. Wir können die Schule gleich schon aufmachen. Da, hier sind schon die ersten Klassenzimmer. Seht ihr das? Erkennt ihr das? Okay, Leute, let's go ab in die Schule. Ab zum IKEA-Möbel holen. Hä? Aber wir fetten darum. Ey! Was willst du? Was suchst du hier? Alter, was baust du denn hier? Siehst du richtig? Obwohl, kennen wir das schon? Das wird die neue Alpha-Privatschule. Privatschule? Ja, da kommen noch reichlich Schüler hin, die sich Schule leisten können. Alter, wer braucht denn sowas? Ja, die Leute, die krass gebildet werden wollen und dann irgendwie zu krassen Firmen gehen können. Aha, okay. Aber braucht man auch Bildung, wenn man schon das hier hat? Natürlich, Max, Bildung schadet nie. Hier, den Rest kannst du behalten. Die lernen, wie man richtig viel Kohle macht in meiner Schule. Leute, macht die ganze Zeit Ärger hier. Was soll das die ganze Zeit? Oh, Leute, die haben schon wieder weitergebaut. Leute, das geht ja viel zu schnell. Wie schön sieht das hier aus? Hier ist auch ein Raum. Was ist, kommt hier hin? Vielleicht kommt hier so ein Lehrerzimmer hin oder so. Oder vielleicht so ein Essensraum. Leute, sehr nice. Ich bin zufrieden, aber wir brauchen schnell Möbel und ich habe Hunger, Leute.
Hoch, hoch, schnell essen, Leute. Können ja gleich Rustig fragen, ob der was beim Kia hat, weil die haben doch manchmal so Hotdogs und so, oder nicht, Leute? Oh, Leute, ich hoffe, die haben hier überhaupt Schulmöbel. So, let's go, Leute. Hallo, Ikea, hallo, Rustig! Alfie, was machst du denn hier? Du arbeitest ja schon wieder hier, Rustig. Ja, ich hab ab und zu hier meinen Nebenjob, Bro. Was ist denn los, Mann? Ich dachte, bei dir läuft jetzt endlich, Rustig, Bro, guck mal. Ich mach jetzt Mittagspause, Bro, chill. Siehst du, was gerade da vorne gebaut wird? Da vorne wird die neue Schule gebaut von der Stadt. Als ob es eine Schule ist. Ja, eine Privatschule. Da muss man richtig viel Geld zahlen, aber dafür kriegst du so krasses Wissen. Das hast du wirklich noch nie gesehen. Krass, du lernst einfach, wie du Millionen verdienst in meiner Schule. Krass, Bro. Rustig, da musst du ja auch nicht mehr arbeiten hier bei dem IKEA bei AMI. Da kannst du, wenn du zu meiner Schule, wenn du die besuchen gehst, du musst einmal Geld investieren, dann kannst du richtig krasse Dinge lernen, wie du Businesses aufbaust. Ah, okay. Ja, Rustig, aber wo gehst du hin? Ich wollte mit dir reden. Pause machen. Kommst du dazu? Ich esse jetzt einen Burger. Ja, ich brauche Burger. Bitte, bitte. Ich habe voll Hunger. Okay. Bitte, Rustig. Ah, kannst du mir noch was... Ein. Hast du noch mehr zu essen? Bitte noch einen Burger. Bitte noch einen. Oh, danke, wie? Danke, danke. Wie viel Hunger hast du? Rustig, ich kann es erklären. Meine Gelddruckmaschine, vielleicht hast du davon mitbekommen, die wurde kaputt gemacht. Echt? Okay. Ja, yeah, von der Grimex ist alles zerstört. Das ganze Geld ist weg. Und jetzt? Was soll ich machen? Deswegen habe ich hier mein letztes Erspartes genommen und die Schule gebaut. Und jetzt habe ich auch ein bisschen Geld für Schulmöbel übrig. Hast du hier vielleicht so eine Tafel und so Stühle, die sehen okay aus? Oder so kleine Tische? Bro, warte mal. Jeff! Okay, so, guck in die Kiste rein. Habt ihr was vorbereitet? Hab ihr was für mich? Nein, hab noch nicht vorbereitet, aber guck, ich hab ein paar Stühle, passt das? Ja, die sehen gut aus! Passen die Stühle? Warte, ich probier mal kurz, ich will nur kurz Probe sitzen. Ja. Ich glaube, die sind ein bisschen zu klein, aber an sich sollte es okay sein. Alfie! Ja, Okay, guck mal, dann hab ich noch das hier. Das hier, was ist das, das hier, das hier, das oh, hier, das sind Schließfächer! Die sind perfekt für die Schule! Das war's auch schon. Die sind sehr gut, da kann man sogar Sachen reinlegen, guck mal! Ja, oha. Nimm ich. Oha, sogar Automaten habt ihr hier, die kann ich auch in der Schule aufstellen. Ich war schon immer Automaten in der Schule haben. Und Hausaufgaben habt ihr hier. Oha. Ja, du kannst machen. Ich hab alles aus der Kiste rausgenommen, wie teuer ist das, Rustig? Also, wenn die Schule gut laufen sollte, was kostet bei dir, einmal in die Schule zu gehen? Muss ich, die Anmeldung ist ganz teuer, die kostet 10 Österreich im Monat. Was? Ja, das ist eine Elite-Hochschule, wirklich. Ich habe dir jetzt geholfen, dann gehe ich einmal in deine Schule kostenlos, mal gucken, was es bringt. Okay, du darfst kostenlos rein, hier und aber ich muss es trotzdem für die Möbel bezahlen. Ja, mach mal 3 Steaks, komm. Hier 1,5 und ich schenke dir einen nächsten Ride. Hier bitte, ich hoffe, das reicht. Danke, das passt schon. Und ich darf in die Schule. Hier, darfst du. Ich helfe noch heute noch, wenn die gleich fertig sind. Ich platziere alle Möbel, dann kannst du gleich zum Unterricht kommen, Rustig. Ja, okay, ich guck's dir mal an. Ja! Yeah. Ich hab keinen Bock mehr zu arbeiten, Mann. Da geh ich dir sehr gut, Rustig, weiter so. Let's go, Leute. Rustig will auf jeden Fall in unsere Schule kommen. Nice, wir haben schon mal einen Schüler. Das müssen wir auf jeden Fall auch holen, Leute. Ihr habt noch gesehen, sein Mathe ist nicht so gut. Das kann nur gut laufen, Leute. Oh, was passiert hier? Die erste Etage ist fertig, Leute. Dann können wir hier schon mal irgendwo die erste Klasse reinbauen. Aber es ist noch voll dunkel, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall noch Licht und alles. Ich würde sagen, Leute, nee, hier ist nicht Platz für eine Klasse. Hier ist Platz für eine Klasse, Leute. Dann lass ich schon mal die erste Klasse einrichten. So wie mit 5 Tafeln. Lass mal die erste Tafel platzieren. Zack! So, dann machen wir noch einen Tisch für den Lehrer. Zack, zack. Stühle. Haben wir hier so einen Stuhl für den Lehrer. Könnt ihr hier hinsetzen, Leute? Hier stellen wir die ganzen Hausaufgaben hin. Oh, Leute, das wird bestimmt ganz schwierig. So, und dann müssen noch die ganzen Schüler sitzen. So, jetzt lassen wir die ganzen Tische platzieren mit Stühle. Ich kann auch gleich die Schließfächer aufstellen, Leute, habe ich gesehen. Wir haben ja voll viele. Mal gucken, wie viele Tische wir aufstellen können. Leute, das sollte reichen, oder? Da wird es ein bisschen eng, sage ich ehrlich, Leute. Aber das passt, glaube ich. Für den ersten Unterricht, Leute, hier in der Elite-Schule. Sieht schon mal nice aus, Leute. Hier sieht es irgendwie leer aus. Vielleicht brauchen wir noch Bilder. Oder irgendwas. So, was haben wir noch, Leute? Wir haben jetzt gar noch so einen Automaten. Die stellen wir irgendwo hier hin, Leute. Direkt am besten vor dem Eingang von der Schule. So, zack. Und hier. Let's go, Leute. Jetzt gibt es ja einfach einen Getränkautomat und Süßigkeiten. Das wollte ich schon immer. Das ist viel zu krass. Damit doch die ganzen Schüler ihre Sachen hier verstauen können, brauchen wir Schließfächer, Leute. Deswegen würde ich sagen, lass die mal hierhin platzieren. Zack. So, hier mit den Farben immer in gleicher Reihenfolge. Wieder rot, weiß, blau, grün. Ja, Leute, sieht gut aus, oder?
Hier können wir alles verstauen. Nice. Hier können wir später ein Lehrerzimmer hinbauen. Ja, genau. Wir sind hier immer noch am Bauen, Leute. Deswegen, Leute, würde ich sagen, lasst jetzt die Zeit nutzen, um gleich auf jeden Fall noch ein bisschen Licht holen zu gehen und ein paar Lampen oder so. Und Schüler für die Schule zu suchen, Leute. Wir brauchen hier ganz viele. Ich muss einfach das direkt vorschlagen, dass er sich auch hier bewerben muss, Leute. So, let's go, Leute. Lass uns bei einem mal gucken, ob wir einen überzeugen können für die Schule. Weil ihr wisst ja, aber seine Business laufen noch nicht so. Und ich kann ihnen dann erklären in der Schule, wie das funktioniert. Wie man richtig erfolgreiche Geschäfte aufbaut, Leute. Ihr habt ihr gesehen, funktioniert hat es bei mir, Leute. Ich hatte volle Läden immer. Ante, Ante! Bro! Alpha, was geht's? Ante, ganz wichtig. Und zwar habe ich ja eben von der Schule erzählt. Und zwar wird die jetzt einfach aufmachen, die Schule. Oh nein, ich mag aber nicht zur Schule gehen, bitte. Ante, Ante, das ist keine ganz normale Schule. Du weißt, erstens sind wir eine Privatschule. Und zweitens, du lernst da Business-Information, wie man krasse... Aber die Privatschule kostet doch Geld einfach. Ente, du musst einmal investieren. Investieren in Bildung ist immer okay, Ente. Du musst einmal 10... Nee, sorry. Ich mag dich in die Schule. Ich muss ganz schön... Du bleibst stehen, als mein Fahrzeug. Also stehen bleiben jetzt. Brauchst du es? Nein, ich komme nicht weiter. Ente, guck allein deswegen. Sowas lernst du auch in der Schule, wie man richtig Auto fährt. Das ist eine super Schule. Ja, das ist eine super Elite, Highschool, Premium, Business-Schule, okay? Deswegen, Ente, okay, krass. Ente, du musst nur einmal 10 Nase-Ride machen, zusammenkratzen und dann kannst du... Hä, ist doch voll überteuert, 10 Nase-Ride machen, Ente, Geschäft kaufen. Im Monat, Ente, das ist viel zu günstig, weißt du? Was? Ente, du weißt, wie lange im Monat geht, du lernst Informationen, wie du innerhalb von einem Tag ein super Business aufbaust und ich wie viel du... Ich kann 1 Nase-Ride machen, aber nicht 10. Ente, 10, wirklich. Ente, du musst es wirklich überlegen. Du hast jetzt die einmalige Chance. Die anderen müssen sogar 20 nächste Woche bezahlen. Ente, du kriegst heute... übertrieben. Ja, Ente, deswegen, ich mach dir ein freundliches Superangebot. 10 nächste Woche machen. Und du lernst... Nein, Demo, nerv mich nicht weiter. Ja, Ente. Der Unterricht beginnt gleich. Du kannst schon mal losgehen, Richtung Stadt. Ich fahre auch jetzt los. Ente, pack die Farbe weg. Ich geh los, wenn ich will, Alpha. Okay, okay. Ente, der Unterricht beginnt in 10 Minuten. Beeil dich, komm nicht zu spät. Du wirst uns... Au! Du wirst uns zu viel verpassen, Ente! Leute, wie sagen, was soll das? Wer hat eine Waffe? Ich muss sagen, ich werde dir in der Schule beibringen, dass Waffen hier nicht erlaubt sind in der Stadt. Das geht überhaupt nicht. So, Leute, let's go. Ey! Komm schon, let's go, Leute. Dann lass jetzt endlich hier mit dem Unterricht beginnen. Hurra! Ich glaube, die Schule ist fertig. Oder sieht auf jeden Fall fast fertig aus. Nice. Die machen ja noch den Eingang fertig, Leute. Nice. Noch die Fensterscheiben und alles, Leute. Das sieht sehr schön aus. Dann muss ich hier schon mal für meinen Unterricht jetzt planen, Leute. Was wir den Leuten gleich beibringen wollen. Deswegen, Leute, ich setze mich hier schon mal hin. Schon mal die Papiere an. So, hier nochmal die Hausaufgaben. Zack, zack. Ja, ja, Business ist das. So, Leute, Licht brauchen wir auch noch, damit es schön in der Klasse hell ist. Hallo, Alpha. Was? Warte. Rustig ist auch da. Willkommen zum Unterricht. Die Coolen sitzen hinten. Die Coolen sitzen hinten. Genau. Ihr seid alle pünktlich, nice, freut mich! Let's go, seid heute... Guten Morgen! Seid heute... Was ist das so laut? Wie ist das raus? Was ist das so laut? Was ist das so laut? Hä? Was ist das denn? Was... Hä? Man darf nicht mit Fahrzeugen rein! Was willst du hier, Crimex? Alter, warum ist die Tür hier so klein? Mein Moped passt hier nicht durch. Das ist nicht unser Problem, los! Was willst du in der Schule, du hast Hausverbot! Bro, ich hab mich hier eingekauft. So, pack mir nach draußen. Wie, du hast dich hier eingekauft? Du hast gar nichts. So, ich platziere das hier hin, zack. Nein, das kostet doch irgendwie 10 Netherite-Wachen oder so. Ja, 10 Netherite-Wachen, aber du hast dich angemeldet, du bist nicht eingetragen. Ey! Was machst du? Hä? Ich will hier mit meinem Moped durchfahren. Das habe ich ausgestellt, dass hier dürfen keine Fahrzeuge rein. Warum nicht? Los, platziere die Wände wieder! Hör auf damit! Was passiert da? Wir wollen Millionäre werden. Nee. Warte, ihr kriegt euch euren Unterricht, Leute, wirklich. Ich will jetzt die Millionen verdienen. Ich will Geld zurückhaben. Alter, so. Setz dich jetzt an den Stuhl irgendwo. Los. Ja, okay. So, Leute, erstmal... Mein Name ist Herr Alpha Herrstein. Oh, das Geld, genau. Ich hab gar nichts gemacht. So, 10 Netherite-Bachen hier. So, das muss ein zumindest noch sein. Ein Trinkgeld für dich. Was? Was hast du so viel? Ja, ich bin reich. Oh Mann. Ante, hinsetzen! Du musst keinen Vortrag halten. So, Leute, also ich bin der Lehrer. Mein Name ist Herr Stein. Wollt ihr mich einmal begrüßen? Kennt ihr das wir nicht in der Schule? Guten Morgen, Herr Stein.
Alpha-Stein. So, Leute, willkommen hier, mein... Ey! Was soll das? Ich will jetzt eine Million von... Furzzeug ist nicht in der Schule erlaubt! Ja, ich mache jetzt den Unterricht! Ich mache jetzt den Unterricht! Ente hat hier alles angezündet. Gib mir das Feuerzeug hier! Hört das Feuerzeug! Ich hab kein Feuerzeug. Oh Mann, Leute. Lehrer sein ist einfach so anstrengend. Oh Mann, will ich... Ey, keine Waffen in der Schule! Du kommst her jetzt! Hör mit! Feuerzeug! Gib das her jetzt! Sonst fliegst du vom Unterricht, du kannst direkt ausgehen! Ich bin jetzt vorne, Alter. Und gib die Waffe her, warte die Waffe! Drop die her oder flieg von der Schule! Hey. Drop die! Können wir jetzt mal starten? Ich will Millionär werden, Mann. So, also fangen wir mit dem Unterricht. Und zwar machen wir heute, ist jetzt das Fach Business. Ich hab das gesehen. Hör auf, hier was rumzuwerfen. Ich hab nichts gemacht, Mann. Es reicht jetzt. Herrstein, darf ich aufs Klo? Ich sag doch hier, um was zu lernen, Leute. Herrstein, ich muss dringend aufs Klo. Ja, dann geh aufs Toilette, das ist hier danke. Irgendwo. Aber ich werde jetzt mit dem Unterricht trotzdem anfangen. So, ich teile euch schon mal die Blätter aus. Und zwar die Information für wir... nicht machen in die Ecke! Leute, ich werde nie wieder Lehrer, Leute. Ich werde nie wieder Lehrer, Leute. Ente hat hier einen Haufen hingelegt, ey. Ich war das nicht. Alter, was stinkt hier so sehr? Einfach, Leute, wollt doch runter. Ich bitte, setz euch hier. Zeig uns doch endlich, wie man Millionär wird. Das kann doch nicht sein. Hört ihr das Sinn nicht gezeigt? Ich mag nach Hause. Alter, ich will jetzt Millionär werden. Ey! Was war das? Ey! Was ist das? Wer war das von euch? Ente ist einfach... Das war Max, Mann. Er hat doch 10 Israel bezahlt. Ente macht dir alles kaputt. Ach, Mann, setz euch jetzt hin, Leute. Wo ist mein Tisch hin? Mann, Leute. Also, wollt ihr jetzt was für Business lernen oder nicht? Wir können auch später Unterricht machen. Ihr könnt erst essen gehen. Ja, zeig uns jetzt, wie man Business macht, Mann. Ente freut sich rum die ganze Zeit. So, okay, Leute. Also, und zwar Business. Was wisst ihr über Business? Was könnt ihr mir über Business erzählen? Wie baut man sich ein Business auf? Was braucht man? Ich weiß was. Was denn? Für Business braucht man Geld. Genau! Und davon hast du schon richtig viel! Ich hab kein Geld, Mann. Woher bekomme ich Geld? Ich hab nicht gesagt, wie ich mein Geld bekomme. Und zwar, was könnt ihr? Es gibt ja Bänke. Ihr könnt euch, wenn ihr eine krasse Business-Idee habt, könnt ihr eine Bank gehen. Ey! Lass mich erklären jetzt! Ich hab keine Bank, Mann. Ach, wir haben ja echt keine Bank in der Stadt, oder? Aber normalerweise, im Normalfall, Leute. Beschwert euch nicht! Du zeigst uns, wie man Millionär wird, das ist voll eine Lüge. Was denn, ich hab meinen Luftballon dabei, guck mal, der ist cool! Wow! Was? Cool! Nein, ja, das gefällt mir nicht ernst! Cool, wie spielen wir jetzt hier? Leute, geht in die Pause, wir haben Pause, das war's jetzt! Ja, Pause endlich, Alter, ey! Hey, Max! Nicht in meine Klasse! Hast du mir ein Stück Papier zum Abwischen? Ja, nimm die Business-Papierblätter, kein Problem. Du machst sie überall hin! Hör auf damit! Ey, Mann, Leute. Ich glaube, der Unterricht ist für heute beendet. Kommt morgen wieder. Bezahlt habt ihr so oder so. Verlasst ein! Verlasst meine Schule jetzt! Ihr habt bis auch genug, jetzt morgen, genug Unterricht für heute. Los, verschwindet! Rostig raus! Aber ganz schnell! Ich muss ja meinem Spiel was machen, Alter! Unterricht ist zu Ende! Ey, das ist Scam, Mann! Ich hol meine Möbel bald zurück, Mann! Was morgen geht's weiter! Morgen ich geht's hab weiter! Nichts gelernt, morgen Mann. Geht's weiter mit dem Unterricht! Ich hab nichts gelernt! Ja, morgen! Leute, als Lehrer ist ja richtig anstrengend, aber wir haben das Geld bekommen, ja! Für die ganze Schulanmeldung! Oha, Leute, sehr nice, aber ich glaube, es hat sich für heute auf jeden Fall gelohnt, Leute! Mit dem Geld hier können wir dann wahrscheinlich neue krasse Sachen anfangen, deswegen, Leute, lasst ein Like, damit es dir gefallen hat! Und ihr keine weiteren Videos hier von meinem Kanal verpassen wollt, dann drückt auf Abonnieren! Und verpasst keine weiteren Videos! Schaut bei anderen Teilnehmern vorbei von dem Projekt und ich sage tschüss!